Philipp von Michael, seid ihr auf Position? Ich denke, es geht gleich los. Michael, ich höre dich. Wir sind auf Position. Na gut, dann hoffen wir mal, dass sich unsere wochenlange Arbeit aus... Mann, es geht um Chris, den Wert von 3 Millionen Euro. Fast ein dicker Fisch. Wird schon schief gehen, Junge. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben oben Leute, wir haben unten Leute. Alles gut. Team 3 von KFCOM? Hört. Tut sich bei euch schon irgendwas? Schwarzer Skoda nähert sich der Einfahrt. Martha Strich, Dora, Otto, 715, 2 Personen. Ja, der Skoda ist durch. Schwarzer Saturn nähert sich. Martha, Theodor, 7056. Sieht aus wie 3 Personen männlich. Der Citroën ist bei uns auch durch. Wir bauen nach vorne und machen uns bereit für einen Zugriff. Wir bauen nach vorne. Okay, Leute. Nur wieder eine Freude, Geschäfte um gleich zu machen. Zugriff! Wir greifen zu, ich wiederhole, Zugriff! Willem! Bist du getroffen? Ja, nein, nur Schreibschutz. Elf kommen, wir fahren auch noch 3 Personen. Flüchtig aus der Tiefgarage nach oben, denke ich. Wir brauchen hier unten dringend einen Rettungswagen. Kollege angeschlossen. Oh, das geht schon. Michael will nichts. Dann nur ein Croissant. Danke, Dani. Bis gleich. Morgen. Was machst du denn schon hier? Hinkebein! Einen Tag im Krankenhaus reicht, ich hab mich selber entlassen. Gibt's was Neues zum Fall? Leider nicht. Von den dreien fehlt immer noch jede Spur. Gott, kotzt mich das an, wo sind die denn? Philipp, komm mal ein bisschen runter, Junge. Entspann dich, kurier dein Bein aus. Micha, das Bein ist nicht ab. Mir geht's gut. Und die scheiß Dinger hier? Braucht auch keiner. Oh Mann, Jungs. Ihr könnt echt froh sein. Bei der Rumballerei hätte noch viel mehr passieren können. Ach. Wir haben es verkackt. Wir hätten sie kriegen können. Philipp, wir haben gar nichts verkackt. Die haben sofort das Feuer eröffnet auf uns. Total lebensmüde, da kann immer irgendwas passieren. Auch darauf hätten wir vorbereitet sein können. Hätte, wenn und aber. Die Fahndung läuft, Junge. Wir kriegen die Typen. Nur eine Frage der Zeit. Komm, Vorwürfe machen bringt nichts, das kostet nur Zeit. Lasst uns lieber mal die Akten durchgehen, der Flüchtigen. Hier. Der zum Beispiel, Marc Cebolski, 28 Jahre alt. Der ist schon länger in dem Drogenring aktiv. Der hat damals eigentlich einen ganz guten Schulabschluss abgeliefert und danach sogar noch eine Ausbildung gemacht in so einer Chemiefirma. Ja, und danach ging es dann bergab mit ihm. Du, also, so hochinteressant, wie sie deinen Werdegang anhört, aber das bringt uns kein Stück weiter. Naseband? Bitte was? Was hat der im Körper? Alles klar, wir fliegen. Danke, ciao. Leute, Einsatz im Ellison Hotel. Da steht ein Idiot mit einem Sprengstoffgürtel, ja? Alle dahin, Leute, Einsatz Ellison Hotel, alle verfügbaren Kräfte. Briefing vor Ort. Junge, du bleibst hier. Wie, ich bleib hier? Ich leg doch nicht die Füße hoch. Du hältst hier die Stellung, Junge. Ja? Kommst du alleine klar? Ja, Mutti. Wenn nicht, dann schick eine SMS. Kennwort Hinkebein. Passt auf euch auf. Ja, das kriegen wir hin. Machen wir. Ist gebaut. Ja. Moin, Kollege. Moin. Teile meiner Mannschaft sind hinterm Hotel bei euren Leuten. Ja? Okay. Einsatzleitung hat da die Frau Rietz. Okay. Wie sieht's hier aus? Sämtliche Zufahrtsstraßen sind gesperrt. Das gesamte Gebäude wurde umstellt. RTW und entsprechendes Personal stehen hinter dem Hotel bereit. Das Gebäude und alle umliegenden Häuser werden gerade evakuiert. Allerdings hat er 3 Geiseln da drin. Ich hab schon gehört. Wer sind die Leute? 2 Mitarbeiter des Hotels und ein Gast, der gerade einchecken wollte. Gut. Und er, der selbst, hast du irgendwie einen Eindruck von ihm? Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Stand jetzt wissen wir nichts über ihn.
Er trägt Sprengstoff am Körper und hat einen Fingerauslöser. Das Risiko eines Zugriffs ist also deutlich zu hoch. Sag mal, kann mal einer die Gaffer da hinten wegschicken? Die sollen ihre Filmchen woanders drehen, Mann! Geht mal weg da. Geht denn die Scheiße noch mal? Aha. Komm doch! Stella hier? Nee, der ist nicht da. Die ist auch nicht da. Die sind alle nicht da. Die sind ausgeflogen. Was weiß ich denn, wann die wieder da sind? Wenn die den Spinner mit dem Baumgürtelding festgemacht haben. Ja. Ja, um die Papiere kümmere ich mich. Ich komme runter in die Asservatenkammer. Ja, doch. Alex von Michael, seid ihr auf Position? Ja, bin auf Position. Verstanden. Ja, und er? Was will er? Bislang hat der Mann keine Forderungen gestellt. Was soll das Ganze denn hier, wenn er keine Forderungen stellt? Das ganze K11 ist draußen. Ja, das ganze K11. Und ich bin hier in der Asservatenkammer und mach den scheiß Papierkram. Ja, ich bin den ganzen Tag in der Asservatenkammer. Seit meiner Verletzung komme ich mir abgeschoben und nutzlos vor. Och, Stefan, du bist nicht nutzlos. Du bist genauso wichtig wie alle anderen hier. Oh. Da muss ich rangehen. Ich gehe vorhin zum Schalter. Johnny, was ist los? Es ist alles komplett unübersichtlich. Es gibt immer noch keine Forderungen, aber mittlerweile sind um die 50 Handyvideos im Netz. So schnell konnte das ganze Areal gar nicht abgeriegelt werden. Ach du Scheiße. Diese Gaffer sind wie Fliegen. Wenn irgendwo Scheiße abgeht, sind die sofort am Start. Wo bist du? Bist du immer noch im K11? Ja. Ich bin in der Asservatenkammer und mach Papierkram für Michael. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie gerne ich draußen bei euch wäre. Ja, das verstehe ich absolut, aber Gesundheit geht nun mal vor. Ja, ja. Wie ist denn eure Strategie? Michael versucht, mit dem Mann zu reden und zu verhandeln, falls überhaupt was zu verhandeln gibt. Aber der ganze Fall ist irgendwie seltsam. Na, da hast du recht, das ist seltsam. Kam was davon. Ich rufe dich zurück. Entschuldigung, stehen bleiben. Dreh dich mal um. Du nimmst jetzt deine Knarre und packst sie ganz langsam auf den Boden. Ganz langsam. Runter damit. Du bist doch der Typ vom Drogendeal. Und du die Pussy, die angeschossen wurde. Waffe runter. Ey, mach keinen Mist. Bleibst du schön stehen mit deinen Nüssen, ja? Bulle. Handy her. Sofort. Ich pack's auf den Boden. Ich pack's auf den Boden. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sag mal, seid ihr geisteskrank? Was soll denn der Mist hier? Was der Scheiß soll? Sag mal, Ali, du weißt doch noch, was gestern passiert ist, oder? Du meinst den kleinen Zwischenfall, den wir gestern hatten? Wo wir 35 Kilo Meth und 3 Millionen Euro liegen lassen mussten, hm? Bingo. Genau das meine ich. Und das Zeug muss hier irgendwo sein. Und das hätten wir gern wieder. Da passiert doch keinem was. Los, vorwärts. Das Hotel und die umliegenden Gebäude wurden evakuiert. Ja, verstanden. Wir müssen mit ihm reden. Wir müssen herausfinden, was er will. Okay. Hören Sie, ein Kollege und ich werden jetzt ganz langsam näher kommen. Wir sind nicht bewaffnet. Wir wollen nur reden. Nicht näher kommen! Verpisst euch! Okay, wir wollen lediglich wissen, ob Sie Forderungen haben. Wir möchten Ihnen nur helfen. Niemand kann mir helfen. Sie können mir nicht helfen!
Hören Sie, warum machen Sie das hier? Was wollen Sie? Wollen Sie Geld oder was? Ja, ja. Ich will 1 Million Euro und einen Hubschrauber mit Piloten. Ja, gar kein Problem. Ich berät das mit meinen Chefs. Wir kommen gleich wieder. Keine Panik, bleiben Sie ganz ruhig. Wir besprechen das.